Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von Pokémon Platin. Wir waren hier letztes Mal im Ewigwald stehen geblieben und das erzähle ich mir jetzt auch schon zum 25.000. Ja. Das sieht nach zwei Psychos aus und da lege ich mal meinen X, meinen davon. Ja. Ich hoffe doch mal, dass wir den Ewigwald in diesem Part noch schaffen. Ich habe dabei ja noch ein klein wenig drin, ja. Ein klein, ganz klein, so ein bisschen. Auf Enter. Und das hoffe ich. Was? Ja, ich hätte gedacht, was mehr. Übrigens, Zubat entwickelt sich jetzt mit einem späteren Level. Ja. Was ich aber erst. Später erst festgestellt hatte. Ja, ist ja nicht so schlimm. Kann vorkommen. Den ganzen Level ist es jetzt kompliziert. Mach das weg. Erbom. Das geht doch nicht. Mann, ey. Warum? Warum? Ja. Warum? Das kotzt mich so an, ey. So schnell wie möglich ein X-Bad haben. Aber wenn man halt jetzt über dauernd drauf geht, ist es auch dumm. Manche Pokémon haben halt eher so ein Draufgehen. So eine Bestimmung, dass sie öfters mal drauf. Da liegt noch ein Pokéball, den ich mitnehmen will. Es ist ein Grünstück. Yay! Um diese Stelle kümmere ich mich nachher oder später noch. Ich sag nachher, aber die Folge kommt ja erst später. Begegnen. Bis dann, alles Gute. Ja, dir auch. Hier ist nichts Besonderes, außer mit ein paar Angler, um die ich mich auch später erst noch kümmern werde, weil ich. Und hier ist ein Mega-Block, dessen Sinn ich zwar noch nicht gefunden habe, aber. Wir werden einen ewigen noch. Wir sollten uns erstmal nicht umschauen. Oh, Belly. Bums. Hey, du bist doch gekommen, um die Pokémon zu unterhalten. Ich bring dich hin.
Okay. Warum ist es denn? Das sieht nach Palkia aus. Aber was? Ha, hier haben wir ja die Pokémon-Statue der Stadt Ewigenau. Fast miteinander verwoben, geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Vor. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und der Zeit. Die Mythen sinnlos. Wir müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Entschuldigt, geht bitte zur Seite. Ist das nicht der Typ, den wir schon Wahrheitsufer gesehen haben? Oh, hey! Bei diesem Zusammenschluss kam eine brillante Idee. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem Cluster drinnen wird. Ein paar Hör mal zu. Wenn der Angriff, wir müssen jetzt Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren. Du bist unverwundbar. Ja, unverwundbarer Trainer. Das ist die beste, die ich jemals hatte. Ey, wieso guckst du ja nicht in der Pokémon-Statue an? Na gut, tun wir das mal. Das ist die Pokémon-Statue von Ewigenau. Hier hing wohl einmal ein Schild mit einer Erklärung, aber es wurde abgerissen. Dumm, oder? Oh, was ist denn das? Oh, dieses Utensil da. Ist das ein Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte, wie siehst du denn? Schön, hallo Nikolas. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Oh, ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deiner Reise einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit, es wird sicher nützlich sein. Die VM Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. Du kommst zu Gebieten, die du vorher nicht gesehen hast. Weißt du? Viel Glück noch als und richte Professor Eibel meine Grüße aus. Der wird sich freuen. Gibt es noch was in dieser Stadt, was ich euch in diesem Part. Oh, ja. Der Radl Center. Ja, ich muss mal noch mal raten wollen. Der Mensch. Ach so, ja. Der steckt da im Gebäude drin. Ich finde. Wir machen uns. Offen. Da ist noch Pokémon. Pokéball. Den schnappen wir uns noch mal kurz. Super. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich dauernd hier drauf gucke, weil ich nicht weiß, wie lange ich den Part jetzt schon gedreht habe. Du kennst ihn ja. Er ist Barry. Er hat dich schon angekündigt. Indem er gesagt hat, dass du auf den Weg hierher bist, bin ich ganz zappelig. In meiner Arena triffst du erst am Ende gegen die Arena an mich an. Doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer in der Arena. Ich warte dann ganz hinten auf dich, Trainer. Enttäusch mich nicht. Das wirst du nicht. Sorry, no. Ja, ich glaube. Willkommen, legen wir gleich los. Ohne groß. Tra. Aber egal. Oh, eine mutierte Kirsche. Und ich habe richtig Lust auf Pokémon im Moment. Das Spiel macht mir gerade so richtig Spaß. Ich würde am liebsten gleich 5-6 Parts hintereinander raushauen, aber das geht nicht. Leider. Ja.
Weiter, 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 weiter. Das ist übrigens halt schon der 5. Part, den ich jetzt einen Tag drehe. Das ist ein neuer Rekord. Brauche ich im Moment nicht. Jetzt möchte ich die Zeigerkraft verdrehen. Die Blumen, die sagen, du kannst auf ihre Zeiger laufen. So gelangst du auf den zum nächsten Trainer. Sie steht auf Viertel, nein, ja doch, Viertel 6. Das Hüpfgeräusch, auch das nicht mit dir. Meine Fernsehbomben haben ein paar überzeugende Angriffe drauf. Vielleicht kommst du nicht an mir vorbei. Eigentlich heute noch ein paar Parts hochladen, aber und am Montag, aber irgendwie habe ich ein paar Probleme mit meiner Internet-Einstellung, so dass es wahrscheinlich am Montag keine Parts geben wird. Es tut mir leid, also ich entschuldige mich schon mal dafür. Und am 21.01. wird es wahrscheinlich keine Pokémon Parts geben. So leid es mir auch nicht. Ja, jetzt verdreht sich die Uhr. Mal wechseln, damit Panz, damit mein Panz Pyro auch ein paar EP abbekommen. Es kann hier auch gut gebrauchen. Es ist ein Bitte gegen ein Rosé. Ja, Level 19. Obwohl meine Pokémon jetzt nicht über Level 10, aber egal, das ist ja nicht. Seit wann kann man eigentlich beim Panz Pyro Flamra? Selbst nicht mal mehr. Und wieder bewegt sich die Blume und die Zeit verfliegt. Jetzt noch übrig. Ganz klar, ganz was? Wie kannst du mal wenig langsamer reden? Ich komme nicht mehr. Die Wasserfontänen gehen runter. Oh. Und steht hier auf 3 Viertel. Ja, also würde ich sagen. Ja, die Uhr sind nicht ganz richtig. Leider von Ewigen aus Pokémon Arena. Mein Name ist Sylvana.
machte ich auf meine Pokémon, meine Pflanzen-Pokémon gefasst. Schon als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich bin halt recht. Wenn man in deiner Nase wird, erkennt man die Gewinner. Ich habe das Gefühl, wir werden viel Spaß haben. Auf den Kampf. Das hoffe ich auch, dass ich viel Spaß... Dass wir viel Spaß haben werden. Ich muss Deutsch. Ich muss können lernen Deutsch. Ja, eigentlich alle Pokémon. Also ich alle Starter. Drauf. Mann ey, warum kommt jetzt immer irgendwelche Pop-KP übrig? Ich verstehe das nicht. Ich bin nicht hysterisch. Natürlich halt. Mal ein Let's Play machen mit hysterischen Dingen, die nicht hysterisch sind. Wir werden das Kind schon schaukeln. Der Rest ist 22. Kinoso. Da wechsle ich doch lieber auf. Damit das Vieh nicht geheuer ist. Gut, dass der Sonnentag eingesetzt hat, dann wird die Kraft meiner Feuerattacken erhöht. Sie wird aber wahrscheinlich, glaube ich, vermutlich, auch die Initiative der Pflanzen-Pokémon erhöht. Ist mir mal aufgefallen, dass die Kraft des Super der Feuerattacken gestärkt wird, aber irgendwie wieder die Initiative auch der Pflanzen-Pokémon. Es hört gerade aber moderat. Ja. Ist auch ein cooles Buch. Hast du eigentlich auch noch nie trainiert? Wäre eigentlich mal ein Training wert? Dauernd vertippe ich mich mit den Tasten. Das ist Kotzen, ne? Jetzt hat es mich paralysiert und die... Ja, ich glaube, bei Paralyse war es nur das Initiative. Ungefähr das Dreifache senken wird. Aber das ist natürlich wirklich ein Problem für mich. Und deswegen wurde dieses kleine, süße Roserade besiegt. Und das wäre der zweite Ohren für mich. Oh, cool, zu entwickelt sich. Endlich. Habe ich schon erwähnt, dass du ein richtig harter Brocken bist? Es muss doch schwer gewesen sein, dieses Pokémon so gut so aufzusehen. Nö, eigentlich nicht. Dann erkennt man, wie gern du dein Pokémon hast. Als Zeichen der Anerkennung solltest du diese haben. Ich Waldoden! Yeah! Der Waldoden erlaubt es dir, die Versteckmaschine zur Schleife außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mit den zwei Arena-Ohren
ihr bereits besitzt, werden wir einen ertauschen geworden, bis wir 30 geworden. Hier ist noch eine kleine Überraschung für dich. Ein kleines Geschenk von TM Straubler. Ja, da ein Moosgewicht. Das ist eine spezielle Attacke. Ich dachte eigentlich lieber physisch. Aber nein, die ist spezial. Speziell. Und ja, eigentlich eine coole Attacke. Je höher das Gewicht des Pokémons ist, das gerade ist und ja. So, damit endet die heutige Folge von Pokémon Platin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Bei der nächsten Folge mache ich ein kleines Spezialvideo oder ein kleines Spezialpart. Lasst euch überraschen, was ich vorhab. Okay, auf Wiedersehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.